Klar ist da eines, und das ist leider immer noch missverständlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt. Es geht bei diesem staatlichen Gesetz zum Thema Ehrenamtsregister, das staatliche Register, nicht um einen Bereich, der in der Zuständigkeit des Landes steht. Es ist also nicht zielführend und auch eine Fehlinformation an die Bevölkerung, wenn man ständig davon spricht, dass hier das einer jener Fälle wäre, wo die Autonomie Südtirols beschnitten worden wäre. Das stimmt in diesem Punkt nicht. Und es ist wichtig, das zu wiederholen, sonst verbreitet sich eine Meinung, dass die Autonomie nicht standhalten würde. Die Gesetzgebung in Bezug auf Begünstigung von ehrenamtlichen Vereinen in Bezug auf staatliche Steuern war selbstverständlich immer eine staatliche Gesetzgebung. Es geht hier um die Körperschaftssteuer Iris, es geht um die Mehrwertsteuer, es geht um andere Steuerbegünstigungen in Bezug auf staatliche Steuern. Das war in der Vergangenheit, also immer schon in der Geschichte der Autonomie, staatliche Kompetenz, denn selbstverständlich entscheidet der Staat in Bezug auf staatliche Steuern, welche Begünstigungen man kriegt und welche Voraussetzungen man dafür haben muss. Und das ist auch jetzt so. Es handelt sich also nicht um eine Beschneidung der Autonomie, sondern um eine neue staatliche Regelung, die aus unserer Sicht zu aufwendig, zu kompliziert ist, die aber das ganze Staatsgebiet betrifft, weil das eine staatliche Zuständigkeit ist. Solange Südtirol nicht die Staatssteuern bestimmt, wird das auch staatliche Zuständigkeit bleiben. Ja, solange Südtirol nicht die Mehrwertsteuer dann festlegt, und das tun in der Regel nur Staaten in Europa und nicht einmal das ganz alleine, sondern da ist auch die EU noch mitberechtigt mitzureden, ist das so. Warum ist das wichtig, das zu betonen? Denn es hat sich hier eine Debatte entfacht, eine gesellschaftliche auch, und das wird auch in den Medien so dargestellt, als ob das einer jener Fälle wäre, wo es autonomiepolitisch nachzubessern gibt. Das ist es nicht. Das ist ein großes, weiß nicht, Missverständnis oder eben auch, das sind falsche Darstellungen. Noch einmal, es geht darum, dass jetzt der Staat entschieden hat, die Voraussetzungen dafür, dass man bei den staatlichen Steuern Begünstigungen bekommt, strenger gefasst sind, und das ist mit bürokratischem Aufwand verbunden. Es gibt Schwellenwerte, wo man da nicht unterliegt, die sind aber aus unserer Sicht zu niedrig angesetzt, die müsste man höher ansetzen, um das zu vereinfachen. Dafür braucht es Mehrheiten im Parlament, denn es gilt, dieses staatliche Gesetz abzuändern. Hat aber mit dem Thema Autonomie Südtirols nichts zu tun, noch einmal, dass es sich um staatliche Steuern handelt, ja, und die entsprechende Begünstigungen. Die Zuständigkeit für das Ehrenamt liegt in Südtirol nach wie vor. Daran hat sich nichts geändert. Aber Ehrenamt, da geht es darum, die Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Und das ist nach wie vor unsere Zuständigkeit. Daran hat sich auch nichts geändert mit diesen Bestimmungen. Es geht noch einmal um Steuerbegünstigung in Bezug auf staatliche Steuern. Und dafür muss man in ein staatliches Register, wenn man diese in Anspruch nehmen will, eingetragen sein. Man kann auch darauf verzichten, und dann lässt man sich ganz einfach nicht in das staatliche Register eintragen, braucht man auch nicht, braucht man auch die Obliegenheiten nicht zu erfüllen. Und somit kann man dann seine Tätigkeit fortführen wie bisher, wenn man diese nicht in Anspruch nimmt. Und das betrifft sehr viele Vereine, die das nie in Anspruch genommen haben. Die werden das auch weiterhin nicht tun und sich auch nicht eintragen lassen. Wir werden also dementsprechend weiter dafür arbeiten, auch gemeinsam mit unseren Parlamentariern, dass der Staat seine Steuergesetzgebung nochmal überdenkt, weil es uns doch zu aufwendig erscheint. Und es gibt hier auch Verbündete in anderen Regionen, das sehen die Präsidenten anderer Regionen genauso, dass man hier nachbessern muss, weil man hier das Kind wieder einmal mit dem Bade ausgeschüttet hat. Was heißt das? Es hat Missbrauch gegeben der Begünstigung, und deshalb war es nachvollziehbar, dass der Staat sagt, hier muss man Einhalt gebieten. Hier haben sich Wirtschaftsunternehmen quasi als Vereine bezeichnet, um keine Steuern zu entrichten, und das war nicht korrekt. Das ist auch nicht im Sinne der Bestimmung, nur hat man es übertrieben mit dem Nachbessern, und jetzt ist es kompliziert geworden, und das gilt es zu ändern. Einzig und allein darum geht es.